manchmal. Schönen guten Tag, liebe Damen und Herren, liebe DGAIM-Mitglieder und Zuschauer und Zuhörer. Schönen Dank für die Einladung und danke für die tröstenden Worte zu Anfang. Ja, ich stehe das erste Mal hier vor mittelprächtig großem Publikum und habe das Thema Licht in einem negativen Aspekt. Normalerweise bin ich dafür bekannt, dass ich Licht, Photon, wie der Physiker auch sagt, in allen Farben lobe. Jetzt gibt es aber in der Zwischenzeit staatlich verordnete Probleme mit Licht. Licht, ein Phänomen, was für alles, was lebt, zuständig und nötig ist. Licht, ein physikalisches Novum, von dem wir noch gar nicht wissen, was Licht eigentlich ist. Die Physiker, die haben da so ein Problem, die sagen, ja, Licht auf der einen Seite ist eine elektromagnetische Welle, dafür gibt es auch Nachweismethoden. Die anderen sagen, ja, Licht, das sind Korpuskularteilchen, also Teilchen, die klein sind und ganz schnell fliegen. Die haben dann eine Ausrede dafür, die Dualität des Lichtes. Dualität des Lichtes, das ist ungefähr so viel wie die Dualität des Papstes. Das passt irgendwie nicht, das funktioniert nicht. Entweder ist Licht elektromagnetische Welle oder ein Teilchen oder nichts von dem und ganz was anderes. Und das wird es wahrscheinlich zum Schluss sein. Wir wissen schlicht und ergreifend noch gar nicht genau, was Licht ist. Aber nicht nur die Physiker haben da ein Problem. Auch die normalen Menschen haben mit Licht und mit Farben so ein kleines Problem. Das kann ich in einem Beispiel kurz schildern. Da haben zwei Freunde miteinander ein Geschäft gemacht und zum Schluss hat es nicht so ganz geklappt. Die zanken sich und es hilft nichts, da muss irgendjemand her, der sich damit auskennt. Der Rabbi muss her und muss die Geschichte schlichten. Rabbi, du musst uns sagen, ist Weiß Farbe? Rabbi sagt, doch, Weiß reflektiert alles, Weiß ist blank, Weiß ist nichts Farbe, Weiß ist blank. Du, Rabbi, wenn du willst Wand weiß pinseln, was musst du machen? Du musst kaufen Farbe. Rabbi sagt, ja, das stimmt, du hast mich überzeugt, Weiß ist eine Farbe. Du, Rabbi, du musst uns sagen, ist Schwarz Farbe? Nee, Schwarz reflektiert, Schwarz absorbiert alles, Schwarz wirft nichts zurück, Schwarz, das ist keine Farbe. Du, Rabbi, wenn du willst Wand schwarz pinseln, was musst du kaufen? Du musst kaufen Farbe. Rabbi sagt, ja, unter den Umständen stimmt, Schwarz ist Farbe. Da dreht er sich um und sagt, siehst du, habe ich dir eben doch verkauft, Farbfernseher. So, wir sehen, wir haben noch nicht so das richtige Verständnis zu dem, was Licht eigentlich ist, aber trotzdem ist alles, was lebt, vom Licht abhängig. Wir haben eine Situation jetzt im Moment, bis jetzt konnten wir uns aussuchen, womit wir uns, wenn es nötig ist, unseren Raum beleuchten. Mit einer Glühlampe, mit einer Leuchtstofflampe oder mit einer Stromsparlampe. Das war bis jetzt, war das ein Gefühl oder Wissen oder Ausbildung oder wie auch immer. Nun, es hat sich da eine Wolke zusammengebraut, eine Wolke von Klimaspezialisten, besser Klimalügnern. Denn es gibt mindestens genauso viele Menschen, die ausgebildet sind in der Bewertung von Wetterdaten, die genau das Gegenteil von dem behaupten, was in der Öffentlichkeit behauptet wird über das Klima, über Klimaveränderungen, über Kohlendioxid und dergleichen mehr. Nur diese Menschen, die lässt man nicht zu Wort kommen, die werden in der Öffentlichkeit nicht gehört. Es hat noch niemals auf dieser Erde ein konstantes Klima gegeben. Es hat auch noch niemals eine Klimakatastrophe gegeben. Es hat ständig Klimaveränderungen gegeben. Wir sehen das, wir haben hier in Europa oder auch in Deutschland, wenn wir ein bisschen buddeln, haben wir Fossilien, die zeigen, wir haben hier in Deutschland tropische Bedingungen gehabt. Und wenn wir ein bisschen durch die Gegend wandern, dann finden wir Steine, die nur auf dem Buckel von riesigen Gletschern durch die Gegend gewandert sein können. Wir haben also ja auch Eiszeiten gehabt. Es hat noch niemals eine konstante Temperatur gegeben. Und es hat auch, bevor der Mensch die Erde betreten hat, schon riesige Mengen von Kohlendioxid gegeben, die nicht von Menschen gemacht sein können. Ungefähr 95% des Aufkommens von Kohlendioxid ist von der Natur gemacht. Die restlichen 3-5% stammen vom Menschen. Und ob das da jetzt ein paar Prozent rauf und runter geht, spielt eigentlich keine Rolle. Aber die Politik hat da einen Prügelknaben gefunden, hat da eine Methode gefunden, um uns ein schlechtes Gewissen zu induzieren, um Geschäfte zu machen. Wir sehen das,
mit der, ja, die Politiker handeln in der Zwischenzeit mit warmer Luft. Wie heißt das? Emissionshandel. Ja, das ist wirklich mit warmer Luft handeln. Die können das. Es ist schon schlimm, wenn Physikerinnen, wenn die mutieren zu Komikerinnen und dann Kanzlerinnen werden und uns dann erzählen, wo wir Strom verbrauchen und wie viel Strom wir verbrauchen müssen. Da werden dann solche publikumswirksamen Dinge gemacht, wie die Kanzlerin stellt sich auf eine Eisscholle, hinten dran bricht ein Eisbär ab. Nun, Eisschollen sind noch nicht so schlau, dass sie wissen, wo sie abbrechen müssen. Die ganzen Klimageschichten, die werden dann unterlegt mit schlauen Statistiken. Statistiken, Sie wissen alle, wie man Statistik manipulieren kann, auch noch für Sie so ein bisschen zum Luftholen, zum Einstimmen für das, was ich zu erzählen habe, zum Lächeln. Laut Statistik gibt es Hunde, die Eier legen. Wissen Sie, wie das geht? Nun, die Hausfrau geht einkaufen und kommt mit einem Korb Eier und einem Korb Würste zurück, 10 Würste und 10 Eier und stellt das in die Küche. Da kommt der Hund und schnüffelt und interessiert sich mehr für die Würste als für die Eier. Der Hund schnappt sich also 5 Würste. Es sind also noch 10 Eier da und 5 Würste. Das heißt, es sind doppelt so viele Eier da wie Würste. Es war aber nur der Hund in der Küche, kein anderer sonst. Es sind also jetzt doppelt so viele Eier in der Küche wie vorher. Wer war in der Küche? Der Hund. Also wer hat die Eier gelegt? Der Hund. So wird Statistik gemacht und so kriegen wir dann die Glühlampe weggenommen und so kriegen wir dann eine Lampe ins Haus gebracht, von der keiner so richtig weiß, was damit zum Schluss alles passiert. Kunstlicht macht krank. Kunstlicht macht krank, das weiß in der Zwischenzeit jeder. An was das aber liegt, an welchen Phänomenen und ob das immer so sein muss, damit haben sich die wenigsten beschäftigt. Nun, ich werde Ihnen hier so ein kleines Gefahrenmonster aufbauen, aber ich hätte mich hier nicht hingestellt, ich hätte mich verweigert, mich hierher zu stellen, wenn ich nicht zum Schluss ein bisschen Sonnenschein hier reinlassen könnte. Ich garantiere Ihnen, das Ende meines Auftritts hier wird Ihnen eine freudige und freundliche Lösung präsentieren. Alles das, was Sie jetzt hören über die Lampen, die wir in den nächsten 3, 5, vielleicht 7 Jahren verordnet bekommen, alles das können Sie dann zum Schluss vergessen, weil im Hintergrund entwickeln sich Dinge, die alles das, was jetzt Probleme bedeutet, im Nachhinein für überflüssig machen. Nun machen wir eine kurze Exkursion in die Dinge, die mit dem Licht zu tun haben. Wir haben die Möglichkeit, Feuer zu machen. Daher kommt auch in der Technik immer noch dieser Ausdruck Farbtemperatur. Sagt Ihnen das was? Kennen Sie den Ausdruck? Was sagt der Ausdruck Farbtemperatur? Nun, mir sagt er eigentlich, dass das von Physikern stammt, die noch in der Höhle gesessen haben und mit Fackeln Licht gemacht haben. Weil Licht automatisch immer mit einem Feuer, mit Hitze zu vergleichen, das funktioniert nicht. Sonst hätten wir keine Glühwürmchen, die mit blauem oder grünem Licht am Hinterteil durch die Gegend fliegen, sich dabei nicht verbrennen. Es gibt alle möglichen Umrechnungsmethoden, die Physik und die Mathematik macht es möglich, da ist das Compton-Gesetz, da ist dieses und jenes Gesetz, man kann alles ineinander umrechnen. Nur was Licht in Wirklichkeit bedeutet, wo es herkommt, was es physikalisch wirklich ist, haben wir alle noch zusammen ein Problem. Aber die Natur hat das Problem nicht, die Natur hat das Licht schon immer eingesetzt und angewendet. Für alles, was lebt, ist Licht nötig. Auch Fische, die in 5.000 oder 7.000 Meter Tiefe leben, die leben nur da unten im ewigen Dunkel, weil oben auf der Wasseroberfläche durch Photosynthese Futter und Nahrung entsteht, was dann irgendwann runterfällt oder runterschwimmt und da unten geschnappt werden kann. Leben ohne Licht geht nicht. Es gibt in der Presse genügend viele Berichte in der Zwischenzeit, was solche Stromsparlampen alles anrichten, wie viele Schadstoffe da drin sind und wo man dann Strom spart und wo man nicht Strom spart, wie lange die leben und wie lange die nicht leben. Das will ich mir hier ersparen, das haben Sie sicherlich schon alles gelesen, das ist in der Zwischenzeit genügend viel breitgetreten. Es gibt mit dem Licht noch andere Probleme, die weniger häufig berichtet werden und das versuche ich Ihnen mal mit ein paar Overhead-Projektoren, ein paar Folien darzustellen. Wollen wir mal gucken, ob mir das gelingt.
Jetzt haben wir ziemlich viel Fremdlicht hier. Können Sie es mal ein bisschen runterblenden, dass das sichtbar ist? Moderne Menschen verwenden für solche Darstellungen dieses Peinlich-Point oder PowerPoint, wie es heißt. Ich habe, wie gesagt, mit einigen Kommunikationsmethoden so meine Probleme, weil ich weiß, was da an Technik hinten drin steckt, tue ich mir es nicht an. Ja, das passt schon, Dankeschön. Wir haben hier eine Skala, die hier unten die Wellenlänge des Lichtes, man sagt auch Farbe, darstellt. Und hier oben, da komme ich gleich dazu. Hier haben wir einen Sonnenaufgang. Früh morgens, wenn die Sonne aufgeht, ist das Licht sehr, sehr stark rot oder auch infrarotanteilig, das sieht man nur nicht. Das geht dann in den Gelbbereich hinein und dann so ein bisschen in der Atmosphäre, so Reflexionen, ist ein bisschen was von kurzwelligem Licht worden. Aber das Licht ist überwiegend rot, rot-orange. Und dieses Rot-Orange, das ist für uns eine ganz, ganz, ganz wichtige Farbzusammensetzung. Von ganz, ganz früher her, als wir Menschen noch mit langen Haaren und langen Schwanz von Ast zu Ast hüpften, da war jede Nacht eine gefährliche Situation. Jeder Sonnenaufgang war, oh, neues Leben, neue Chance. Und das war immer verbunden mit dem Sonnenaufgang. Diese Zusammensetzung des rot-orangen Lichtes, das ist auch das, was heute bei Menschen, die depressiv sind oder die irgendwelche Antriebsprobleme haben, zur Therapie mit viel Erfolg verwendet wird. Das ist das Spektrum hier, was die gesamte Sonne zur Verfügung stellt, sofern es diese Projektoren hier darstellen können. Und das ist das, was unser Auge hier sieht. Bei der Gelegenheit, ungefähr 15% des Lichtes, was das Auge aufnimmt, 15% mehr nicht, werden zum bewussten Sehen verwendet. Die restlichen 85% des Lichtes, was das Auge aufnimmt, die verpuffen nicht einfach irgendwo im Leeren, sondern die werden dazu verwendet, biologische Prozesse zu steuern. Im Gehirn zum Beispiel die Zirbeldrüse anzuregen, Melatonin zu produzieren oder Melatonin zu bremsen und dergleichen mehr. Das wird heute in der Therapie schon mit Erfolg und bewusst angewendet. Das Sonnenspektrum, das wird im roten Bereich bleiben, weil wenn die Sonne weiter über den Horizont kommt, es wird etwas mehr an kurzwelligem Licht da hineingebracht. Die Sonne kommt weiter über den Horizont. Hier haben wir schon fast das gesamte Spektrum des Lichtes um 10 Uhr, wobei dazu zu sagen ist, das ist natürlich sehr stark abhängig von dem Standpunkt auf der Erde, vom Wetter, von der Wolkenbeschichtung und dergleichen mehr, aber das ist so im Durchschnitt recht gut dargestellt. Und dann um 12 Uhr um die Mittagszeit, da haben wir dann ein ziemlich breites Spektrum. Hier in dem blau-grünen Bereich ist so ein kleiner Peak dann. Das ist so ein Loch, was die Ionosphäre und die Atmosphäre uns schafft, dass blau-grünes Licht da besser durchkommt. Dann ist so ein kleiner Dämpfer hier im Türkisbereich und dann das andere ist geblieben. Das ist das Licht, das ist das Spektrum, was wir seit Millionen von Jahren, seitdem die Evolution auf dieser Erde hier Lebewesen hervorgerufen hat, zur Verfügung haben. Dieses Licht, das haben wir leider nicht mehr, wenn wir uns mit technischem Licht beschäftigen. Technisches Licht ist dazu ausgelegt, dass wir sehen. Und das ist ein Problem, weil unser Auge, das hat drei Farbbereiche, rot, gelb, rot, grün und blau, wo es hauptempfindlich ist. Wenn diese drei Bereiche rot, grün und blau befriedigt sind, diese Stäbchen S, M und L, Short, Long und Medium, wenn die befriedigt sind, dann sehen wir weißes Licht. Aber dazwischen kann eine Riesenstrecke von nichts sein. Wir sehen immer noch weißes Licht, wir meinen, das Lichtspektrum sei komplett, aber dazwischen fehlt es. Unser Auge merkt das nicht, aber unsere Körperoberfläche sehr wohl. Wir sind nicht gemacht für nur drei oder vier ganz dünne Spektrallinien, die diese technischen Lichter uns zur Verfügung stellt. Und wie das aussieht, das zeige ich Ihnen mit den nächsten Bildern. Hier haben wir die gute alte Glühlampe. Glühlampe ist im infraroten und roten Bereich sehr stark, sehr dominant
Und dann fällt dieses Licht relativ gleichmäßig ab bis in den grünen oder blauen Bereich hinein. Wie gesagt, das Licht auch wieder an den unterschiedlichen Lampenkonstruktionen. Das ist so im Durchschnitt. Das ist unser Glühlampenlicht, mit dem wir bis jetzt gearbeitet haben. Was das Licht doch so alles bringt, das werde ich Ihnen dann anschließend da vorführen. Jetzt nur erstmal ein paar Bilder vorweg. Das ist das Licht, was wir demnächst wahrscheinlich nicht mehr zur Verfügung haben. Unser Kunstlicht wird anders aussehen. Man kümmert sich nicht mehr darum, wie vollwertig das Licht ist. Man sagt sich, das Auge ist im roten Bereich empfindlich, ist im grünen Bereich empfindlich und ist im blauen Bereich empfindlich. Und wenn diese drei Farben zu sehen sind, dann sieht das Auge weiß und dazwischen ist überall so viel wie nichts. Hier sehen Sie, wenn man das mit einem kleinen Spektroskop, das wäre übrigens für Sie, diejenigen, die gesund bleiben und gesund werden wollen, eine Anregung. Es gibt für nicht allzu viel Geld solche winzig kleinen Teile, sehen aus wie so ein Opernfernglas. Mit dem kann man genau das, was Sie da sehen, abbilden. Sie gucken da durch, Sie gucken auf eine Lichtquelle und dann sehen Sie, das Licht besteht gar nicht mehr aus so einem breiten Spektrum, wie Sie es vorher gesehen haben, sondern das Licht besteht nur aus drei oder vier kleinen, dünnen Linien. Wir werden das gleich mal üben, wenn ich mit den Folien fertig bin. Das ist jetzt das Abbild einer modernen Stromsparlampe. Das heißt, wir haben nur noch ein ganz, ganz schmales Spektrum von Licht. Alles andere dazwischen ist weg. Dann gibt es solche ganz schlauen Leute, die bauen dann solche Vollspektrumslampen. Da sind dann zwei Spektrallinien mehr drin. Das war's dann. Dazu ist noch zu sagen, wir haben niemals irgendwann irgendeine komplette Strahlung, die uns die Natur bietet. Wir haben also ständig ein sich ändern der Blau-, Rot- und Grün- und Gelbanteile. Das verändert in unserem Körper vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang auch unseren Biorhythmus, unseren Stoffwechsel, unsere Hormonzusammensetzung und dergleichen mehr. Unser Auge folgt komplett mit der spektralen Zusammensetzung des Lichtes, mit der eigenen inneren Biologie. Und wenn wir dann irgendwann in ein Büro gehen, morgens um 8 und machen so ein Licht an, dann können Sie sich gut vorstellen, was dem Körper da alles fehlt. Das wird uns heute per Gesetz verordnet, weil uns die Glühlampen weggenommen werden. Es gibt in der Zwischenzeit Entwicklungen, die noch so ein bisschen in den Kinderschuhen stecken. Aber wir leben jetzt im Moment in einem Zeitalter, was es vor 50 Jahren schon mal gegeben hat. Da hat man die Röhre, die Elektronenröhre ausgetauscht gegen einen Halbleiter, gegen einen Transistor oder gegen eine Diode. Die letzte Domäne der Röhre, die Bildröhre, ist jetzt auch verschwunden. Wir haben überall in den neuen Bildschirmen, in den Rechnern und in den Fernsehern haben wir solche flachen Platten. Wir haben da Halbleiterdarstellung des Lichtes. Und damit können wir so ein Licht erzeugen, was zwar nicht ganz so komplett ist wie das Sonnenlicht, aber trotzdem, wir haben hier, wenn man das hier mal betrachtet, immer noch einen erklecklichen Anteil von Licht, was komplett konstant ist. Das heißt also, wir sehen hier einen Großteil von dem Spektrum, was das moderne Licht, die Stromsparlampen uns nicht geboten haben. Das Letzte der Theorie, dann kommen wir zur Praxis. Man kann bei dem, was sich da abspielt, bei wie sieht künstliche Beleuchtung aus, mit dem kann man nicht zufrieden sein. Es gibt im Hintergrund immer Leute, die sagen, das muss besser werden, wir haben da eine Idee, wir können da was machen, Sie sehen es hier draußen und es gibt auch noch andere, die sich damit beschäftigen. Man kann durch die Variation von unterschiedlichen Leuchtdioden mit unterschiedlichen Wellenlängen, kann man ziemlich genau den Ablauf eines Sonnenaufgangs oder eines Tages beschreiben. Das geht mit dem, was wir uns hier gleich anschauen. Das heißt also, wir haben da doch im Hintergrund irgendwas, wo man sagen kann, da tut sich was, das wird nicht so bleiben, wie es im Moment publiziert wird oder wie es im Moment sich entwickelt. Die Stromsparlampen, die Glühlampen ersetzen sollen, das ist eine Übergangslösung, die garantiert nicht viel länger als 6 bis 8 Jahre uns plagt.
dann hört der Spuk auf, dann gibt es andere Beleuchtungen, aber nicht diese Leuchtdioden, sondern da kommt noch ganz was anderes auf uns zu. Das ist dann für Sie der Schluss, die Erlösung, wenn Sie mich dann gehen sehen, wenn ich dann fertig bin hier. Das bedeutet, ich lasse Sie hier nicht mit dem Schreck allein, sondern mit dem, was wir da draußen auch haben, mit Sonnenschein. So, jetzt spielen wir mal so ein kleines bisschen mit Licht herum. Jetzt machen wir mal so ein bisschen Praxis, weil Theorie werden Sie hier und Folien und PeinlichPoint oder PowerPoint, wie es heißt, genügend sehen und hören. Das ist alles, was Sie kennen, was Sie schon mal gesehen haben. So, jetzt bräuchte ich mal meine technische Assistenz, diesen freundlichen Herrn an den Reglern. Und das Handheld-Mikrofon liegt hier. Ja. Hier habe ich so ein kleines Teilchen, was schon vielen Leuten, die sich mit Licht beschäftigen und verstehen, was Licht ist, Riesenschrecke einjagt. Sowas können Sie sich eigentlich auch selber bauen. Mit dem können Sie Ihr Licht zu Hause testen oder auf Jagd gehen, wenn Sie sich Licht kaufen. Das ist eine Fotozelle, ganz einfache, hundsgewöhnliche, normale Fotozelle. Und das ist ein Lautsprecher. Und da ist nichts anderes dazwischen. Diese Fotozelle ist mit dem Lautsprecher verbunden. Da sind also keine geheimnisvollen elektronischen Teile dazwischen. Wenn da Licht drauf fällt, dann gibt es Strom. Und wenn das Licht schwankt, dann gibt es schwankenden Strom. Und wenn der schwankende Strom auf den Lautsprecher geht, dann schwankt die Lautsprechermembran dementsprechend. Damit kann man Licht hörbar machen. So, da diese schlauen Kommunikationsanlagen alle in Häusern und Räumen betrieben werden, wo überall Netzwechselspannung vorhanden ist, die überall brummt mit 50 und mit 100 Hertz, hat man diese Anlagen komplett dafür gezüchtet, dass sie diese tiefen Töne unterdrücken. Deshalb ist das nicht so ganz so deutlich darstellbar, aber trotzdem werden wir es schaffen, das darzustellen, was hier passiert. Ich mache mal eine Glühlampe an. Ist das Mikrofon an? Die Fotozelle fängt das Licht auf, gibt es auf den Lautsprecher und der Lautsprecher wird jetzt, das ist das Licht, was Sie hören, das Licht, was brummt. Ja? Das ist den ganzen Tag unsere Körperoberfläche von morgens bis abends. Unter diesem Kunstlicht werden wir ständig mit einer Frequenz von 100 Hertz gepulst. Das ist eine Glühlampe. Eine Glühlampe hat die Eigenschaften, dass sie quasi einen kleinen Glühfaden hat, der in einer Thermoskanne sitzt, der sich nicht so schnell wieder abkühlen kann, wie diese Wechselspannung durch Null geht. Das heißt, die Glühlampe hat immer eine bestimmte Resthelligkeit, die immer noch fürs Auge diesen Stroboskop-Effekt drosselt. Das hier ist schon ein bisschen biestiger. Das, was Sie da hören, das ist Licht, Licht, was brummt. Das hat jetzt, das Brummen, das ist jetzt nur mit dem Mikrofon übertragen. Und hier haben wir die neuesten Errungenschaften, das sind Leuchtdioden. Sie sehen, die sind noch sehr mickrig in der Helligkeit, da muss man also viele Leuchtdioden zusammenbringen, bis man da ein bisschen Licht hat. Sehen Sie mal, was da passiert. Da haben wir noch einen Haufen Rauschen und Oberwellen drin. Weil solche Lampen nicht direkt am Netz betrieben werden können, muss man da solche sogenannten Schaltregler, das sind Transformatoren, elektronische Transformatoren, die das Licht in kleine Portionen hacken und dann in kleinen Portionen immer an den Verbraucher weitergeben. Diese Hackgeschwindigkeit, die liegt in einem Bereich zwischen 50 Kilohertz und 2-3 Megahertz. Das heißt, wenn Sie so eine Lampe betreiben, das werden wir uns dann gleich darstellen, dann haben Sie einen Breitbandsender, der ungefähr zwischen 500 Kilohertz und 3 Megahertz an Informationen, an Strahlung abgibt. Das heißt, Sie machen eine Lampe an und Sie haben einen Mittelwellen- oder Kurzwellensender eingeschaltet, der die gesamte Umgebung stört. Die gesamte Umgebung. Ich habe hier ein Mittelwellenradio oder ein Langwellenradio, mit dem man magnetische Störungen darstellen kann. Das, was Sie jetzt hier hören, das sind so die Umgebungsgeräusche aus dem Raum. Können Sie nochmal in den. Was Sie jetzt hier hören, das ist eine Glühlampe.
Das ist eine Stromsparlampe. Das ist eine Leuchtdiode. Wir übertragen mit diesen Lichtern eine Riesenmenge von, wo ist das Ding geblieben, eine Riesenmenge von Störungen, die wir zwar nicht direkt mitbekommen, die unser Körper aber sehr wohl aufnimmt. Dass man mit Licht Frequenzen übertragen kann und Schwingungen übertragen kann, das sollen wir zum Schluss uns hier kurz anhören. Schweigen im Walde. So, ich habe jetzt hier ein Lichtsteuergerät mit modernen Leuchtdioden, die trägheitslos jede Art von Schwingung übertragen, die man ihr anbietet. Das wird auch heute in der Zwischenzeit verwendet für Therapiezwecke. Wir können alles Mögliche damit darstellen. Mal gucken, ob das funktioniert. Das, was Sie da hören, ist Licht. Ja? Ich da jetzt weggehe, ist weg. Ob das jetzt Musik ist, ob das Suggestionstexte sind. Sie werden irgendwann in ein Kaufhaus gehen und dann wird über das Licht erzählt, was Sie kaufen müssen oder was Sie sein lassen müssen. So ein Lautsprecher, so eine Fotozelle kostet nicht allzu viel. Mit diesem bewahren Sie sich vor vielen Problemen. Gut, zum Schluss. Die Zeit ist so schnell verronnen. Alles das, was Sie da jetzt gesehen und gehört haben, was nur ein fragmentarisches Lichtspektrum ist. Licht, was schwingt und brummt und klappert, wie gesagt, das ist hier nicht so deutlich darstellbar durch die Filteranlagen. Dieses Licht, das wird demnächst ersetzt durch Leuchtdioden, wo noch ein O davor steht, OLED. Merken Sie sich bitte diesen Ausdruck. OLED wird uns dieses Problem nehmen. Sie werden also bald irgendwann, wenn Sie renovieren zu Hause, wenn Sie modernisieren und sich mit der Beleuchtung beschäftigen wollen, gehen Sie in einen Baumarkt oder in ein Kaufhaus und kommen mit drei Eimer Farbe wieder. Nicht die Farbe von den beiden, die den Schwarz-Weiß-Fernseher sich da verkauft haben, sondern das ist was Besseres. Sie pinseln das auf die Wand, lassen das trocknen, machen unten einen dünnen Draht dran, den stecken Sie mit der kleinen Steckernetzteil in die Steckdose, dann kommt eine neue Schicht darüber, das lassen Sie trocknen und diese gesamte Wand leuchtet deutlich klar, hell, weiß, ohne irgendwelche spektralen Fehler dazwischen oder grün oder rot oder blau, ganz wie Sie es möchten. Stromverbrauch etwas mehr als null, kein Flimmern, kein Flackern, keine Geräusche drin, man kann das, wenn man will, man kann damit Therapiefrequenzen übertragen, man muss es aber nicht und die Lebensdauer garantiert mehr als das, was die Handwerker uns heute hinterlassen, wenn sie da Mauern bauen oder Häuser bauen. Das ist das Licht der Zukunft. Schaffen Sie sich also bitte für die nächsten 6 oder 8 Jahre ein paar Glühlampen an. Ein Tipp dazu, es gibt Glühlampen, die einen besseren Wirkungsgrad haben als die, die jetzt vom Markt genommen werden. Das sind die Hochvolt-Halogenlampen. Die werden auch noch nicht so schnell vom Markt genommen. So eine Glühlampe hat eine Lebensdauer von ungefähr 1000, 1500 Betriebsstunden. Rechnen Sie sich aus, wie lange das ist, wie oft Sie da diesen Raum beleuchten wollen. Retten Sie sich die nächsten 5, 6 Jahre mit Glühlampen, dann haben Sie diese Probleme alle nicht über die Welt. Und irgendwann besteht Ihr Licht aus Farbe. Das war's für heute im Steno-Stil. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.